lieber Stefan Steiner, vielen Dank für diese doppelte Einführung. Einerseits hast du am Anfang die Lage geschildert, in der wir heute Abend dann Paul Celan lesen wollen. Das heißt, seine Beziehung zu den Philosophen. Du hast dann schon drei in deine Einführung genannt. Ich werde mich konzentrieren ein bisschen mehr auf Heidegger, aber auf jeden Fall, es geht für mich nicht nur darum, etwas Biografisches über Celan zu sagen, sondern echt theoretisch. Die Philosophen, die haben dann diese Neigung, das alles ein bisschen in der Theorie, in eine theoretische Form zu betrachten. Welche theoretische Bedeutung hatte die Tatsache, dass Celan mit den Philosophen oder von den Philosophen so sehr geschätzt worden ist, einerseits, und andererseits, warum seine echten biografischen Begegnungen mit den Philosophen eigentlich immer gescheitert sind. Das ist unser Problem oder mein Problem, meine Betrachtungsweise für heute Abend. Und in der zweiten Teil deine Einführung hast du so freundlich und liebevoll meinen Werdegang geschildert. Ja, aber weißt du, das hat man immer so ein Problem, wenn man so freundlich und positiv vorgestellt wird. Ja, jetzt dann bin ich da, dann rede ich, dann können Sie sich messen, ob das stimmt, was es gesagt worden ist oder nicht. Und die Erwartungen sind bestimmt zu groß gewesen. Ganz ruhig, wir sprechen miteinander. Es ist ein Abend, wo ich nicht als Superexperte von Celan hier eintrete, dann bin ich nicht. Ich bin ein Philosoph, der sich für Celan interessiert hatte, der besonders seine Prosa, seine kurze Prosa-Schriften mit Bewunderung gelesen hat. Und dann habe ich mich eben gefragt, wieso eine so enge Beziehung zur Philosophie, aber doch eine so schwierige Begegnung mit den echten Philosophen. Das war, das gilt auch für mich als kleine Einführung. Sie haben dort, ich habe so einen kleinen PowerPoint vorbereitet, Sie haben auch dort ein Foto von Paul Celan, der eben nicht Celan heißt oder hieß, weil es ist ein Anagramm von seinem eigenen Namen. Es ist ein rückwärts gesprochener Name. Er hieß Ancel, ist in Bukowina geboren, in einem sehr komplexen Land von unterschiedlichen Religionen und unterschiedlichen Sprachen. Ich habe einen sehr berühmten Musiker in Italien kennengelernt, den Dirigent Roman Vlad, der aus demselben Ort wie Celan stammte. Und er hat mir mal erzählt, er hat damals, als beide Kinder oder Jugendliche waren, die haben dort zusammen Schlittschuh gefahren und gleichzeitig Schach, mental Schach gespielt. Das ist schon etwas, das uns verrät über Celan und auch über diesen Roman Vlad. Aber gut, jetzt kommen wir zu unserem Thema und fangen wir als knappe Einführung ins heutige Gespräch mit zwei, drei Versen von Celan selbst, die dort zu lesen sind. Alles ist weniger als es ist, alles ist mehr. Es ist ein sehr schönes Zitat und sehr typisch von Celan. Es ist gar nicht logisch, dass er so schreibt, alles ist weniger, dann würde ich jetzt neue Zeile, als es ist, nein, alles ist weniger als
Das bleibt hängen. Alles ist weniger als was? Als es ist. Aber was ist es ist? Es ist gerade ein philosophisches Wort. Es ist das Sein. Gerade das Wort von Parmenides. Und alles ist aber mehr. Aber hier sehen Sie doch eine sehr treffende Beschreibung der Beziehung von Zählern zu der Philosophie. Weil eigentlich sein Problem ist, wie bei den Philosophen, das Sein steht dort im Zentrum. Leider Gottes muss er als Dichter feststellen, dass alles ist weniger als das Sein, aber gleichzeitig, dass alles mehr als das Sein ist. Das heißt, ein Dichter, der sich mit der Realität beschäftigt und diese Realität Ausdruck geben will, hat eine große Schwierigkeit, weil eigentlich in der Wirklichkeit gibt es viel mehr als in der Philosophie, aber auch viel weniger. Sehen Sie unser Problem von heute Abend. In diesem prägnanten Zitat können Sie auch merken, wie hoch, wie kräftig der Einfluss Heideggers ist. Weil eigentlich das Thema finden wir bei Heidegger in Einführung in die Metaphysik und in was heißt Denken ganz deutlich ausgedrückt. Und wie ich schon sagte, hören Sie, spüren Sie auch ein Echo von Parmenides Denken. Das heißt, was Zählern fasziniert hat, ist dasselbe Thema wie bei Parmenides und Heidegger. Aber diese philosophische Frage, die nicht verneint wird, die sogar bekräftigt wird, bekommt eine überraschende Wendung, weil alles hat ein Ungleichgewicht, befindet sich nicht auf derselben Höhe wie das Sein. Es ist gleichzeitig mehr und weniger. Wir können da einen Hinweis auf die Beziehung zwischen Dichtung und Denken entdecken. Die Dichtung will das Sein sagen, aber kein abstraktes Sein, kein intellektuelles, rein intellektuelles Sein, sondern das Sein, das im Leben, in der Existenz der Menschen steckt. Dafür, wie Zählern in der Büchnerrede betont, erforderte sie ein Ich, vielleicht sogar ein befremdetes Ich, dem der Weg zu einem anderen, zum Fremden, gelingt. Das Gedicht verweilt beim Leben und es gelingt dem Gedicht, in die Nähe der Utopie zu kommen. Und das ist ein Geheimnis. Es ist das Geheimnis der Begegnung. Es ist, was Zählern selber, es steht dort als Titel, die eine unendliche Sprechung von lauter Sterblichkeit und umsonst nennt. Anders als die Philosophie, das ist wieder ein Zitat von Zählern, anders als die Philosophie, die den Zirkumflex, das heißt einen Akzent als Ausdehnungszeichen. Es klingt die Ewigkeit bei diesem Akzent. Anders als die Philosophie wagt die Poesie den akut, jetzt, heute, hier. Das Gedicht hat keine andere Wahl, als dem Leben, einem gefährdeten Leben, Ausdruck zu geben. Und derjenige, dem die Aufgabe anvertraut ist, ist selber gefährdet. Er ist eben, wie ich schon sagte, ein befremdetes Ich, das wie Lenz auf dem Kopf geht. Aber wieder ein Zitat
von Zählern. Wer auf den Kopf geht, meine Damen und Herren, er sagte, ich glaube, 11 Mal oder 12 Mal in dieser Rede, dieser Ausdruck, meine Damen und Herren, wer auf den Kopf geht, meine Damen und Herren, wer auf den Kopf geht, der hat den Himmel als Abgrund unter sich. Die Poesie versucht letzten Endes, das Unendliche des Seins zu sagen, aber hier erkennt man das Geflecht, das sie mit der Philosophie verbindet, aber dieses Unendliche ist die Unendlichsprechung der Endlichkeit. Wie man sieht, beruht die Beziehung Zählerns mit der Philosophie auf einem prekären Gleichgewicht. Sie stehen einander nah, sie wollen fast dasselbe, aber sie sind einander fremd, weil sie, das wollen sie, dieses Selbe nicht auf derselben Art und Weise. Diese Nähe und diese Fremde lassen sie sich sogar biografisch belegen, wenn man die Begegnungen Zählerns mit den großen Philosophen seiner Zeit untersucht. Zähler hat viel Philosophie gelesen. Ich habe diese Notiz gefunden. Er hat 27 Werke von Heidegger gelesen. Und viele seiner zeitgenössischen Philosophen geschätzt. Die Namen sind auch schon gefallen. Heidegger, Buber, Adorno, Benjamin. Ihrerseits haben sehr viele Philosophen seine Philosophie geliebt. Heidegger hat alle seine Werke bis 1976 gelesen. Oder andere, nach dem Tod von Zählern, haben sie sich mit ihm beschäftigt. Blanchot, Levinas, Gadamer, sie haben das zitiert, Derrida, Pögeler, Nancy, Bollack. Manche großen Philosophen hat er sogar persönlich kennengelernt und ist ihnen begegnet, persönlich. Buber, Heidegger. Oder hatte mit ihnen eine Begegnung geplant, Adorno. Diese Begegnungen sind eher verfehlt als gelungen. Die Erklärung dafür ist nicht vorwiegend psychologisch, auch wenn Zählern kein einfacher Mensch war, sondern hat mit der Problematik zu tun, die wir angedeutet haben. Philosophie und Poesie haben eine zu große Ähnlichkeit. Ihre Wellenlänge sozusagen ist aber eine andere. Die Dramatik des Lebens und des modernen X wird philosophisch in der ausgedehnten Perspektive der Ewigkeit in der Philosophie dargelegt. Der Akut des Heutigen wird dadurch vernachlässigt. Heute Abend ist es nicht möglich, uns im Detail mit allen diesen Begegnungen zu beschäftigen. Begegnungen, die auch unter dem Blickwinkel der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit Zählerns zur jüdischen Tradition von Bedeutung sind. Sie sollen aber mindestens erwähnt werden. Die erste, die ich hier erwähnen kann, ist die Begegnung, die er mit Buber hatte. Zählern war nicht gläubig. Schwierig zu sagen, was nicht gläubig bedeutet, aber er sagte von sich selbst, dass er nicht gläubig war. Der nichtgläubige Zählern begegnet Buber. Zählern hatte 20 von den Werken von Buber in seiner Bibliothek. Er hatte ihn doch sehr aufmerksam gelesen. Er begegnet ihm in Paris. Das hätte so etwas eine
eine Rückkehr in seine eigene Heimat auch bedeuten können. Weil es wäre eine Rückkehr zu einer Landschaft, eine spirituelle, geistige Landschaft, die für ihn Heimat war und in der die chassidischen Geschichten, die Bube uns allein auf allen, Entschuldigung, die Bube uns allen auf Deutsch wieder erzählt hatte, zu Hause waren. Wie Ben eben Celan in seiner Bremer Ansprache betont. Dieses Gespräch entpuppt sich im Gegenteil als eine enttäuschende Erfahrung. Als eine Erfahrung einer sich eingeschlichenen Fremdheit. Das Einzige, das Celan spürt, ist Kälte. Und dieses persönliche Erlebnis wird zum Anlass einer sehr bitteren Rechenschaft mit den verlorenen Worten des Judentums. Die Schleuse, ein Gedicht von Celan, die Schleuse ist das Gedicht, in dem Celan seine immer größer werdende Ferne zum Judentum verleiht, dessen Tradition nur ein Wort, nur das Wort des Gedenkens an die Toten, Hiskor, für ihn übrig lässt. Enttäuschende Begegnung. Und auch eine andere Begegnung, die Begegnung mit Adorno, ist nicht so direkt enttäuscht, weil sie eigentlich nicht stattgefunden hat. Aber auch in diesem Nicht-Stattfinden ist eine Art Enttäuschung enthalten. Weil diese geplante Begegnung mit Adorno, die im 1959 hätte stattfinden sollen, aber nicht stattfand, und Celan musste, sagte er, musste, ist das richtig, wollte verreisen, konnte nicht bleiben, auf jeden Fall. Diese Begegnung betont, auch in dieser Begegnung betont Celan die jüdische Herkunft beider. Seltsames Gespräch. Ohne Worte, ohne echte Begegnung, inszenierte Dialog zwischen dem großen Adorno und dem kleinen Celan Jud, so schreibt Celan. Er erzählt diese fingierte Begegnung und er nennt sich Jud, der dann betont diese gemeinsame Tradition, die er mit Celan hatte. Aber gleichzeitig noch einmal wird dort ganz klar, wie fremd die zwei Menschen sind. Zwischen diesem Philosophen, der die Dichtung, wie Sie auch erwähnt haben, die Dichtung nach Auschwitz für unmöglich, für barbarisch hielt, und einem Dichter jüdischer Abstammung, der eigentlich gerade das Gegenteil suchte. Er suchte nach Worten, die durch eine Atemwende sagbar und authentisch klingen konnten. Es herrschte vorerst ein Schweigen in diesem fingierten Dialog, das eine Leerstelle ist, aus der aber doch ein Dialog entsteht, der es Celan ermöglicht, auf den Weg zu sich selbst zu gelangen. Ein Dialog, um zurück auf sich selbst zu kommen. Der Weg ist keine gewöhnliche Rückkehr, kein Zurück zu dem Ursprung, sondern, wie schon bei seinem Namen, Angel Celan, die Feststellung, dass der einzig mögliche Name ein rückwärts gesprochener Name ist. Sein Ursprung heißt Judentum. Seine geistige Landschaft wird mit den Symbolen dieser Tradition erfüllt und die werden immer wieder in diesem Gespräch
aber was erwähnt, aber was er liebt, ist nicht die Kerze, die sein Vater am Schabbat anzündete, sondern ihr Herunterbrennen. Nur durch diese Zerbrennung wird die Kerze zu seiner Kerze. Nur durch eine Wende kann er zu sich, zu seinem eigenen Ich. Man sieht, wie zerstörerisch und gleichzeitig aufbauend, weil durch die Zerstörung baut man etwas auf. Wie zerstörerisch und gleichzeitig aufbauend seine Beziehung zum Judentum und zu seinen philosophischen Varianten ist. Ich habe hier noch einmal zusammengefasst die Namen der Philosophen, die Celan am meisten schätzte und las. Dann zitiere ich hier Heidegger, aber Schlegel, Fichte, Ortega, Buber, Cohen, Scholem, Benjamin, viele aus der jüdischen Tradition. Und dann habe ich hier auch die Autoren erwähnt, die sich mit Celan beschäftigt haben. Levinas, Blanchot, Gadamer, Pögeler, Derrida, Nancy, Bollack und viele andere. Und die Freunde, die literarischen Freundschaften mit Ingeborg Bachmann, Nelly Sachs und Peter Sondi. Es ist aber an der Zeit, uns eine Begegnung zu widmen, die tatsächlich stattgefunden hat und sich sogar wiederholt hat. Sie stellt die Haltung Celans zur Philosophie am besten dar. Ich meine eben die Begegnung mit Martin Heidegger. Und Sie haben hier zwei Fotos von der Hütte von Heidegger, wo er Celan zu Gast gewesen ist. Die Begegnung hat am 24. und 25. Juli 67, zuerst in Freiburg und dann eben in dieser Hütte in Todtnauber stattgefunden. Und Celan hat, oder Heidegger hat nochmal Celan getroffen, wieder in Freiburg in 1970. Sie sind während diesem ersten Aufenthalt in Freiburg und dann in Todtnauber spazieren gegangen, in den Wäldern um Todtnauber. Und das war, die Hütte war ein Tempel der Philosophie und der Persönlichkeit von Heidegger. Und Celan hat ein Gedicht geschrieben, das er dann später an Heidegger geschickt hat. Und wir lesen jetzt dieses ganze Gedicht, das steht dort geschrieben, damit Sie das am besten ihn verfolgen können. Arnika, Augentrost, der Trunk aus dem Brunnen mit dem Sternwürfel drauf in der Hütte, die in das Buch, wessen Namen nahm's auf vor dem meinen, die in dies Buch geschriebene Zeile von einer Hoffnung heute auf eines denkenden, kommendes Wort im Herzen. Waldvasen, uneingeebnet, Orchis und Orchis einzeln, Krudes später im Fahren. Deutlich, der uns fährt, der Mensch, der es mit anhört, die halb beschrittenen Knüppelpfade im Hochmoor, feuchtes viel. Wir können dann vielleicht als Einführung in dieses Gedicht drei Bemerkungen gleich machen, die die Struktur des Gedichts betreffen. Erstes, Anfang und Ende bestätigen die große botanische Kompetenz von Celan. Selber Heidegger staunte davor. Und irgendwie spürt man, sie waren zusammen im Wald. Celan hat alles doch wahrgenommen
und hat die, seine botanische Kompetenz verwendet, um ein bisschen atmosphärisch die Lage zu beschreiben. Und die ersten Worte sind positiv. Wenn Sie doch mal schauen, das ist Arnika und Augentrost schon, das, der deutsche Name ist positiv. Und sogar der Trunk aus dem Brunnen, dann klingen positiv, haben doch eine positive Bedeutung. Aber am Ende des Gedichtes, Waldwasen uneingeebnet, Orchis und Orknis einzeln, Krudes und dann Feuchtes, viel. Die Natur, feucht. Keine Hoffnung, nichts Positives. Enttäuschung, Hochmoor, nur halb beschrittene Knüppelpfade. Zweite Bemerkung. Im Zentralteil des Gedichts bestimmen die Temporalekstasen den erzählerischen Verlauf. Zuerst war die Natur, jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Mensch. Statt der Natur ist jetzt die menschliche Zeit entscheidend. Im Gästebuch der Hütte sind Namen enthalten, die die Nazi-Vergangenheit verkörpern. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Die Zukunft ist durch die hoffende Erwartung auf das Wort eines denkenden Menschen dargestellt. In der Mitte, auch fast in der Mitte des Gedichts, die Gegenwart. Akut. Der Akut. In der Mitte akut und scharf das Heutige, das Heute eine Begegnung. Aber, das wird auch schon ganz klar angedeutet, heute ist nichts geschehen. Was wir haben, ist die Vergangenheit, diese Namen, ist diese Hoffnung, ich habe auf ein Wort gewartet, das habe ich nicht gehört, heute. Es fehlt eben bei Heidegger, er hat vielleicht die Fähigkeit, Vergangenheit und Zukunft zu verbinden, aber heute, kein Akut. Drittens, in diesem Gedicht, das habe ich schon auch bei dem anderen Gedicht betont, in diesem Gedicht sind, wie oft bei Zählern, Worten und Ausdrücke durch Verse getrennt, in unterschiedlichen Zeilen gesetzt. Mit dem, dann neue Zeile, Sternwürfe. In der, neue Zeile, Hütte. Von, neue Zeile, eine Hoffnung. Kaum möglich, so etwas zu lesen. Wenn man das liest von einer Hoffnung. Nein, von einer Hoffnung. Halb beschrittenen Faden. Halb beschrittenen Faden. Die Sprache fließt nicht. Sie enthält Brüche. Und das Gedicht baut sich einen Weg durch diese zerbrochenen Reste. Wie wir wissen, wurde das erhoffte Wort nicht gesprochen. Heidegger hat hier und auch später in der Öffentlichkeit gar keine Reue gezeigt und keinen Abstand von der Vergangenheit zum Ausdruck gebracht. Eine Begegnung hat nicht stattgefunden. Dieses Versagen betrifft aber nicht nur den Menschen Heidegger, sondern bezieht seine Philosophie und ich würde sagen, die Philosophie als solche ein. Der Philosophie fehlt heute, gerade wenn es nötig ist, das richtige Wort.
Auch bei Adorno fehlt das richtige Wort. Er beschränkt sich zu sagen, keine Poesie ist mehr möglich. Aber wir müssen, was, das Einzige, das es uns geblieben ist, hat er immer wieder Celan betont, ist die Sprache. Und wenn wir sie nicht sprechen, haben wir alles verloren. Und die Philosophie bei Heidegger hat vielleicht Worte für die Ewigkeit, aber sie verfehlt dramatisch den Akut der Gegenwart. Sie kennt, wenn man dann Worte von Heidegger verwendet, sie kennt die Datierbarkeit, das Datum meidet sie. Und das Datum ist für Celan eigentlich der 20. Januar, emblematisch, das heißt der Tag, an dem die Vernichtung der Juden entschieden worden ist. Aber jetzt müssen wir uns fragen, was hat Celan zu Heidegger geführt? Weil er hat so viele Werke von Heidegger gelesen. Und ihn so geschätzt eigentlich. Seit 1951 war er mit einer Lesung von seinen Zeit- und Holzwege beschäftigt gewesen. Und in vielerlei Hinsicht konnte die existenziale Phänomenologie von Heidegger eine Antwort geben, die die schöpferische Tätigkeit Celan untermauern konnte. Sie näherte sich an Autoren wie Trakl, Rilke, Hölderlin, die auch Celan sehr nah standen. Vor allem aber sagte er en philosophe, dass die grundsätzliche Frage, das heißt die Frage nach dem Sinn des Seins, nicht beantwortet, sondern verschleiert worden war. Und sie fügte hinzu, dass es notwendig sei, wieder von einem Dasein, eben vom Menschen auszugehen, das als einziges Wesen die Frage nach dem Sein stellt. Diese Frage, fügte Heidegger hinzu, hatte die Form der Existenz. Daher lässt sich das Wesen des Daseins nicht wie eine abgesicherte Vorhandenheit auslegen, sondern wie eine Frage, die aus der Geworfenheit einer endlichen Existenz entsteht und den Sinn des Seins nur dadurch hinterfragen kann. Alle Themen, die für Celan wichtig waren und ihm nah standen. In der Sprache, wie vor allem die letzte Philosophie Heideggers zeigt, in der Sprache ist die Wahrheit in ihre Ursprünglichkeit, die später verschleiert wurde, aufbewahrt. Man kann gleich verstehen, warum Heidegger sich auf der Suche nach dieser Ursprünglichkeit zur Dichtung, emblematischen Ort eines reinen Wortes, zuwandte. Die alte griechische Philosophie hatte für uns alle hinter den abstrakten metaphysischen Verallgemeinheiten die Kraft der alltäglichen Sprache bewahrt. Es ist die Poesie, und das war der erste Punkt, aber es ist die Poesie mit Hölderlin und mit Rilke, diejenige, die die Worte einer dürftigen Zeit spricht. Ein Zitat wie dieses, das sich in Holzwege auf Rilke bezieht, zeigt eine außerordentliche Nähe zu Celan. Schreibt eben Heidegger, dürftig bleibt die Zeit nicht nur, weil Gott tot ist, sondern weil die Sterblichen sogar ihr eigenes Sterbliches kaum kennen und vermögen. Noch sind die Sterblichen nicht im Eigentum ihres Wesens. Der Tod entzieht sich in das Rätselhafte. Das Geheimnis des Schmerzens bleibt verhüllt. Die Liebe ist nicht gelernt, aber die Sterblichen sind. Sie sind, insofern Sprache ist, noch weilt Gesang über ihrem dürftigen Land. Oder ein anderes Zitat.
das immer noch Rilke kommentierend, und das sagt, das auch beweist die Nähe zwischen Dichten und Denken. Schreibt Heidegger, dass freilich Dichten auch die Sache eines Denkens sei, müssen wir in diesem Weltaugenblick lernen. Oder noch die Bemerkung, die wieder auf Hölderlin anspielt und das Zitat Hölderlin erweitert: Vielleicht ist jede andere Rettung, die nicht von dort kommt, wo die Gefahr ist, noch im Unheil. In allen diesen Passagen stellt man eine verblüffende Nähe zwischen Heidegger und Phelan fest. Der Dichter konnte sich in seinem verzweifelten Weg in die eigene Fremdheit bestätigt fühlen. Die Poesie, wie wir schon erwähnt haben, ist eben in diesem Sinne eine unendliche Sprechung von lauter Sterblichkeit und sonst. Eine Differenz bleibt. Das Gedicht, schreibt Celan, ist nicht zeitlos. Gewiss, es erhebt einen Unendlichkeitsanspruch. Es sucht durch die Zeit hindurchzugreifen, durch sie hindurch, nicht über sie hinweg. Biografisch, das heißt an seine Zeit gebunden, aber nicht nur autobiografisch, fährt Celan dann fort. Und ich glaube auch, dass Gedankengänge wie diese nicht nur meine eigenen Bemühungen begleiten, sondern auch diejenigen anderer Lyriker der jüngeren Generationen. Es sind die Bemühungen dessen, der überflogen von Sternen die Menschenwerke sind, der zeltlos auch in diesem bisher ungeahnten Sinne und damit auf das Unheimlichste im Freien mit seinem Dasein zur Sprache geht. Wirklichkeitswund und Wirklichkeit suchend. Die Entfernung von Heidegger ist hier offensichtlich, denke ich. Sie enthält gleichzeitig aber ein Urteil über die Unfähigkeit der Philosophie, das richtige, authentische Wort zu finden. Heidegger hatte ihm nicht zugehört, wie Celan schrieb, als der Philosoph bei seiner letzten öffentlichen Lesung erschien, eben in Freiburg in 1970. Heidegger und mit ihm die ganze Philosophie bleibt in dem Zirkumflex gefangen. Sie zeigt sich unfähig zu verstehen, dass die Wahrheit, auch wenn sie die Ewigkeit besitzt und eine offenbarende Kraft, den Ursprung zu enthüllen, erweist, nichtdestotrotz kein Ausweichen der Geschichte, ihre Fehler und Schrecken ist. In den postum erschienenen Fragmenten, die unter dem Titel Mikrolythen zu lesen sind, finden sich folgende Bemerkungen, mit denen ich jetzt meine Einführung jetzt abschließen werde, finden sich folgende Bemerkungen, die fast ein endgültiges Urteil über die Philosophie Heideggers aussprechen. Die erste Bemerkung, die recht an Heidegger gerichtet, schreibt, dass sie durch ihre Haltung das Dichterische und, so wage ich zu vermuten, das Denkerische in beider ernstem Verantwortungswillen entscheidend schwächen. Die zweite beschäftigt sich noch einmal mit der Beziehung zwischen Dichten und Denken. Gedichte ändern wohl nicht die Welt, aber sie verändern das in der Welt sein. Durch die Verwendung eines Zentralbegriffes Heideggers gelingt es Celan, das Proprium der Poesie deutlich herzumachen.
Und die letzte Bemerkung, die ich als kritisch betrachte, schreibt Icastisch: Heidegger, ontologisch unbefragt. Celan begegnet Heidegger zum letzten Mal am 26.1970 in Freiburg. Es war eine öffentliche Lesung, seine Poesie angeblich, oder mindestens so die Bemerkung Celans, hörte Heidegger nicht aufmerksam zu. Mit Freunden kommentiert Heidegger diese Lesung mit der Bemerkung, Celan sei ernsthaft krank. Um den 20. April, 25 Tage später, beging Celan Selbstmord. Adorno hat einmal behauptet, dass keine Poesie mehr möglich ist. Auf seine Weise hat Celan ein Gegenwort gesprochen. Durch seine Auseinandersetzung mit Heidegger hat er in eine Art Umkehrung ein schweres Wort über die Philosophie ausgesprochen. Diejenige, die kein richtiges Wort sagen kann, ist eben die Philosophie. Ich bin aber ein Philosoph. Uns Philosophen, die Celans Poesie lieben, gebührt es ein Gegenwort zu diesem Urteil von Celan zu finden und zu zeigen, dass Wahrheit keine Auslösung aus der Geschichte bedeutet. Aber das wäre Thema von einem anderen Vortrag. Vielen Dank.